Mannes Mann wird 100 Jahre. Das am 16. Juli 1890 in Berlin gegründete Unternehmen baut auf einer bahnbrechenden Erfindung auf. Die Brüder Max und Reinhard Mannesmann stellen als erste nahtlose Stahlrohre durch Walzen aus dem vollen Block her. 1912 wurde die Hauptverwaltung der Mannesmann-Röhrenwerke nach Düsseldorf verlegt. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Mannesmann zu einem starken und unabhängigen, vertikal gegliederten Montankonzern. Das Unternehmen erzeugte auf eigener Rohstoffbasis Rohstahl, Walzstahl und Stahlrohre. Erfindergeist und unternehmerisches Denken und Handeln haben Mannesmann jung gehalten und zu einem breit diversifizierten, international ausgerichteten Investitionsgüterkonzern gemacht. Heute baut Mannesmann Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge und Verkehrssysteme, produziert Teile und Komponenten für Kraftfahrzeuge, fertigt Erzeugnisse der hydraulischen, elektrischen und pneumatischen Antriebstechnik, arbeitet in der Mess-, Automatisierungs- und Informationstechnik, stellt Stahlrohre her, bietet Dienstleistungen an und betreibt weltweit Handel. Starlight Express. Ein Welterfolg auf der Bühne des Londoner Apollo-Victoria-Theaters. Hinter den Kulissen arbeitet Technik von Mannesmann. Technik für neue Ideen. Neue Ideen stellen neue Anforderungen. Im Maschinenbau von Mannesmann finden sich dafür viele Beispiele, in Anlagen und Systemen für unterschiedlichste Industriebereiche. Fabriken heute sind Schauplatz des technologischen Wandels. Rechner steuern die Produktion, Materialflusssysteme schaffen neue Verbindungen. Flexible Fertigung hat das Fließband ersetzt. Ein Baustein von vielen, der Portalroboter. Seine Arbeit sucht und findet er allein. Jede Bewegung wird von einem Rechner vorgegeben und von Antriebsmotoren einer neuen Generation präzise umgesetzt. Vollautomatisch arbeiten auch die Maschinen der Kunststofftechnik. Und millimetergenau bewegen hochentwickelte Transportsysteme Lasten aller Art. Einzelteile oder auch ganze Baugruppen bringen sie zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Platz. Die Fabrik der Zukunft entsteht zunächst so, wie sie einmal arbeiten wird, elektronisch. Und sie entsteht bei Mannesmann fast immer in Zusammenarbeit zwischen Planern und ihren Kunden. Themen der Ingenieure sind Lagertechnik und Transportsysteme, die Verbindungen von Fertigungsinseln, die Endkontrollen und die Auslieferung. Der Rechner simuliert dabei, was oft schon zum Produktionsalltag gehört. Die Wege von fahrerlosen Transportsystemen zum Beispiel, die den automatisierten Materialfluss zwischen den einzelnen Fertigungsstationen ermöglichen. Und manchmal kommen sogar ganze Anlagen auf den Prüfstand. Hier ist es ein komplettes Warenverteilzentrum, das vor der Installation beim Kunden zunächst einen monatelangen Probelauf absolvieren muss. Forschung und Entwicklung gehören dazu. In Berlin, in einem Institut der Technischen Universität und der Fraunhofer Gesellschaft, wird der technologische Wandel systematisch erforscht und praxisorientiert weiterentwickelt. Auch hier begegnet man Mannesmann. Anlagen und Systeme für die Stahlindustrie. Sie haben bei Mannesmann Tradition.
Über Jahrzehnte hinweg wurden Technik und Verfahren für Stahl- und Walzwerke immer weiterentwickelt. Der exzentrische Bodenabstich, die sogenannte EBT-Technik für Elektrostahlwerke, ist ein Beispiel neuer Schmelztechnologie. Ein anderes, das Stranggießen. Auch dieses Verfahren, das bereits vor mehr als 30 Jahren bei Mannesmann entstand, zählt zu den Meilensteinen der Hüttentechnik. Jüngste Entwicklung ist die Dünnbrammentechnologie. Schon in der Stranggießanlage wird dabei, energiesparend in einer Wärme, ein Großteil der Walzwerksarbeit geleistet. Verdichtertechnik für alle Industrien. Auch sie gehört zum Programm der Maschinen, Anlagen und Systeme mit Verdränger- oder Turboverdichtern für Luft und praktisch sämtliche Gase und Drücke. Und zum Programm gehört auch eine breite Palette von Baumaschinen, Kompressoren, Fahrzeug- und Gittermastkrane, schwere Geräte für den Tagebau. Der H485 zum Beispiel zählt zu den größten Hydraulikbaggern der Welt, mit einem Gewicht von 540 Tonnen und einem Ladevolumen bis 35 Kubikmeter. Hochqualifizierter Maschinenbau, Elektronik und Hydraulik sind die Bausteine von Schlüsseltechnologien. Zu perfekten Systemen verbunden werden sie zum Beispiel in Simulatoren für die Automobilindustrie. Anlagen wie diese gehören zur Ausrüstung großer Automobilwerke. Simulatoren helfen dort bei der Entwicklung oder Erprobung von Fahrzeugen oder auch bei der Erforschung von Unfallursachen. Die Elektronik steuert, Hydraulik und Mechanik bewegt, so dass ein wirklichkeitsgetreues Bild vom Fahren entsteht. Fast unverzichtbar ist diese Technik mittlerweile auch für den Luftverkehr, als Teil des Routineprogramms bei der Ausbildung und dem Training von Piloten. Hier ist nichts simuliert. Windstärke 10, etwa auf halbem Weg zwischen Norwegen und den britischen Inseln. Die Plattformen des Ekofiskfeldes sind abgesunken. Der künstlichen Insel droht Gefahr. Auf dem Computer beginnt ein gigantisches Rettungsprojekt. Synchron sollen die untereinander verbundenen Plattformen um 6 Meter aus dem Meer gehoben werden. 122 Hydraulikzylinder sind für die Aktion vorbereitet. Ihre Aufgabe, 40.000 Tonnen anzuheben. Ein Projekt, das keine Vorbilder kennt, gelingt. Die Hydraulikaggregate drücken die Kolosse in sichere Positionen. Und 4 Wochen später fördert Ekofisk wieder Öl. Automobiltechnik, ein Feld, das bei Mannesmann heute einen breiten Raum einnimmt. Auch im Auto für alle Tage stecken Ideen, die aus dem Zusammenspiel unterschiedlichster technischer Disziplinen entstanden sind. Stoßdämpfer. 55.000 verlassen Tag für Tag die Betriebe, begleitet von umfangreichen Testprogrammen. Die Elektronik hat auch hier eine neue Ära eingeleitet. Ein Minicomputer, der mit dem Dämpfersystem gekoppelt ist, verarbeitet in Sekundenbruchteilen die Signale der Teststrecke zu einer perfekten Fahrwerksabstimmung. In einem anderen Werk entstehen in hochtechnisierten Fertigungslinien Drehmomentwandler für automatische Getriebe, Jahr für Jahr über 500.000. Die zunehmende Integration der Elektronik macht mittlerweile Fahrzeuge aller Klassen sicherer, komfortabler und wirtschaftlicher. Und der Kraftstoffverbrauch sinkt, ein Beitrag zur Schonung der Umwelt. Neben automatischen Getrieben testen die Ingenieure auf den Prüfständen mikroprozessorgesteuerte Antriebssysteme, die schon bald in Serie gehen werden.
Hier ist es das elektronische Kupplungssystem EKS, eine Neuentwicklung der Getriebespezialisten von Fichtel und Sachs. Ein Teil der Autos von morgen. Der internationale Anlagenbau, wo auch immer Öl und Gas gefunden wird, in der Wüste, in der Arktis oder wie hier in Kolumbien, stellen sich neue Aufgaben. In Kolumbien zum Beispiel sind mehr als 5000 Transporte notwendig, um 45.000 Tonnen Rohre zu den Trassenabschnitten zu bringen. Dazu Baumaschinen, Motoren für die Pumpstationen, die gesamte Ausrüstung einer Baustelle. Planung, Engineering und eine perfekte Logistik werden zum Schlüssel für den Erfolg. Und während in der Bauleitung Menschen, Material und Maschinen koordiniert werden, führen die Anlagenbauer die Pipeline in Höhen bis zu 3000 Meter durch die Berge. Nur wenige Monate wird es dauern, bis der Wald wieder alle Spuren der Trasse verdecken wird. Dahinter steht immer das Zusammenspiel eines Unternehmens, die Arbeit von Metallurgen und Forschern, das Know-how der Röhrenherstellung und vor Ort die Arbeit der Anlagenbauer. Technik im Team. Mitten in der Wüste in der Republik Nordjemen entstand eine petrochemische Aufbereitungsanlage. Ein Projekt, an dem Mannesmann mit unterschiedlichsten Leistungen beteiligt war. Das Angebot des Anlagenbaus ist heute durch das Know-how der Tochtergesellschaft KTI erweitert. Mit eigenen Technologien für Verfahren in chemischen und petrochemischen Anlagen. Zukunftsorientierte Technologien auch in der Prozessautomatisierung. In Karstö, an der Küste Norwegens, steuert ein Prozessleitsystem die Aufbereitung von Gas. Nicht nur in der Petrochemie, auch in der Stahlindustrie, in Kraftwerken und vielen anderen Industriebereichen geht es um sichere, wirtschaftliche und umweltschonende Verfahren. Prozessleitsysteme enthalten heute die ganze Palette elektronischer Bauelemente. Automatisiert, wie sie einmal arbeiten werden, entsteht auch ihr Innenleben. Als Schaltstelle industrieller Verfahren nehmen sie Signale auf, leiten sie weiter, verarbeiten Informationen, messen, regeln, steuern, automatisieren. Vor dem Einsatz in der Praxis steht das Anlagenprüffeld. Unter simulierten Betriebsbedingungen müssen hier alle Funktionen dokumentiert werden. Funktionen, die im Betrieb industrieller Großanlagen beherrschbare Technik und damit auch immer weniger Umweltbelastung bedeuten. Fast schon ein Alltagsprodukt, der Computer. Was vor Jahrzehnten einmal mit Rechnern begann, hat sich in einem atemberaubenden Tempo entwickelt. Zu Systemen, die innerhalb von Sekunden das Produkt Information an jeden Arbeitsplatz liefern. Sie konstruieren und simulieren, bereiten Daten auf, machen Informationen sichtbar. Die Trends heißen Vernetzung, neue Kommunikationswege zwischen Computern, die Integration weltweit gültiger Standards. Mit eigener Entwicklung, eigener Fertigung, einer breiten Produktpalette und zukunftssicheren Systemen geht Mannesmann in die Informationstechnologie der 90er Jahre. Ein Programm, zu dem auch die größte Druckerfamilie Europas gehört. Das Spektrum der Lösungen ist weit. Es reicht bis hin zu integrierten Konstruktions- und Fertigungssystemen, bei denen der Computer ganze Produktionsabläufe entwirft und die Bewegungen von Maschinen steuert. Ein anderes Feld. Rechnersysteme für Geldinstitute, eine Branchenlösung für die Kreditwirtschaft. Alles, was eine Bank an Service bietet, steckt im System.
Selbstbedienungsautomaten, Verbindungen zwischen Zentrale und Zweigstellen, Rechnerkommunikation der Filialen untereinander, automatisierte Verarbeitung der Belege. Im Rechenzentrum läuft alles zusammen. Das Geschäft von 70 Zweigstellen mit 65.000 Konten und 30.000 Buchungen pro Tag. Leitungen zu den Zentralbanken sind hier ebenso selbstverständlich wie Verbindungen zu den Börsenplätzen der Welt. Eine Zeitung entsteht. Ergebnis journalistischer Arbeit mit elektronischer Unterstützung. Bei allem, was zwischen Redakteuren und der Druckerei an Informationen fließt, leistet auch der Computer ganze Arbeit. Professional Composing heißt das Stichwort heute in modernen Redaktionen. Ein Arbeitsplatz, an dem wieder einmal ein neues Kapitel Medientechnik beginnt. In einem zentralen Rechnersystem werden alle Stufen der Herstellung verarbeitet. Text, Grafik, Druckvorlagenherstellung. Im Magenta 25%. Verbinden werden sich diese Systeme mit einer weiteren Gerätegeneration, mit Satzsystemen, die statt mit Filmtypenträgern nun Mikroprozessor gesteuert und mit Digitaltechnik arbeiten. Systeme der dritten Generation. Aus dem 10%igen Ton. Ohne Rechner geht es auch bei Funk und Fernsehen nicht mehr. Was macht das Eine Radio Konfiguration auf der Basis des Zukunftsstandards Unix wird innerhalb von Sekunden die Leitungen der ARD schalten. Computertechnologie von Mannesmann, die über den Sender geht. Vor 100 Jahren ging eine Idee um die Welt. Die Idee, aus Stahl ein nahtloses Rohr zu formen. Als Weltmarktführer hat Mannesmann die Entwicklung hier immer weiter vorangetrieben. Mit neuen Verfahren, neuen Werkstoffen und neuen Anwendungsbereichen. Das Rohr macht immer noch Geschichte. Selbst in der Welt der Mikroprozessoren. Schon kleinste Verunreinigungen im Herstellungsprozess würden die empfindlichen Chips zerstören. Nur unter einem Schutz technischer Gase kann Elektronik fehlerfrei entstehen. Gasreinigungsanlagen sind ein eigenes Stück Verfahrenstechnik und Edelstahlrohre höchster Qualität sind ein wichtiger Baustein. Das nahtlose Rohr hat den Sprung ins Elektronikzeitalter geschafft. Hochfeste Werkstoffe und neue Verbindungen auch in der Tiefbohrtechnik. Nahtlose Rohre dringen heute in Tiefen vor, die noch vor wenigen Jahren unerreichbar schienen. 9000 Meter sind es bei Produktionsbohrungen, 14.000 Meter bereits bei Forschungsprojekten. Rohre auf dem Weg zu neuen Erkenntnissen, zu neuen Reserven. Die Handelsorganisation von Mannesmann. Sie verbindet Kontinente mit Märkten und Märkte mit Kontinenten, liefert Beratung, Service und eine perfekte Logistik bis in die entlegensten Winkel der Welt. Präsenz auf allen Kontinenten gehört dazu und ein breites Lagerprogramm. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Mannesmann auch hier zu Hause, mit einem Unternehmen, das fast ein Spiegelbild des Konzerns ist, nur in kleineren Dimensionen. Für Lateinamerika, aber auch für Ländern aller Welt wird hier ein breites Programm hochwertiger Erzeugnisse hergestellt. Dazu gehört fast die gesamte Palette von Stahl- und Walzwerksprodukten, von Vormaterial und Rohren bis hin zu Schmiedeerzeugnissen. Dazu gehört auch der Maschinen- und Anlagenbau für die Industrie. Motore, Verdichter und Fahrzeugteile zum Beispiel.
Im Programm sind Baumaschinen ebenso vertreten wie Hydraulikbagger, Krane und Kompressoren. Und vertreten ist auch die Elektronik mit Messtechnik und Prozessautomatisierung. Mannesmann in Brasilien, seit Jahren schon ein Stück Zukunft für ein ganzes Land. In aller Welt arbeiten Menschen an neuen Technologien. Rund 120.000 stehen für den Namen Mannesmann. Sie arbeiten in den Führungsgesellschaften des Konzerns, in Tochterunternehmen und Niederlassungen, in Auslandsvertretungen und Servicestationen. Technik und Technologien im Alltag eines Unternehmens, das heißt forschen und erfinden, tausende von Einzellösungen erarbeiten und das Wissen unterschiedlichster Disziplinen kombinieren. Vieles ist dabei Arbeit hinter den Kulissen. Und manches steht im Rampenlicht. Technik. Technik für neue Ideen.